Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Heute geht es um die neue Jahreszeit, die in Pokémon Go gestartet ist. Und zwar am 1. Juni um 10 Uhr Ortszeit bis 1. September 10 Uhr Ortszeit geht diese Jahreszeit und sie heißt Verborgene Edelsteine. In dieser Jahreszeit wird auf jeden Fall schon mal zwei Pokémon schon mal vorab angekündigt. Und zwar Sandcapoo und die Weiterentwicklung Colossand. Und das Pokémon Rokara. Sandcapoo und Colossand kommen nämlich in dem nächsten Event, das am 6. Juni startet, im Wasserfestival Strandwoche. Das Pokémon Rokara wurde bisher jetzt aber noch nicht benannt, wann es genau kommt, sondern einfach nur: Hey, in dieser Jahreszeit kommt dieses Pokémon. Wenn ihr euch dafür interessiert, solltet ihr halt öfters mal Pokémon Go einschalten. Außerdem gibt es Krypto-Raids. Ab Montag, den 5. Juni um 10 Uhr Ortszeit, kann man wieder Krypto-Raids besiegen. Also sie sind nicht weg, sie kommen wieder. Vor allem Stufe 1 und Stufe 3. Stufe 5 kommt immer erst am Wochenende. Was vielleicht aber ganz okay ist, weil wenn sie kleinere Zeiträume machen, finden sich vielleicht auch eher Leute, um die Fünfer-Raids zu besiegen. In den Fünfer-Raids kommt dann Kryptoarktos. Diese Jahreszeit verspricht Niantic einige neue Features, aber sie sagen uns noch nicht, was genau kommt. Also noch mehr neue Features. Also ich fand jetzt Krypto-Raids ja schon ziemlich krass und cool und ja, also noch ein neues Feature. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Außerdem haben sie gesagt, im Webstore soll es eine Super Wanderbox mit Super Brutmaschinen und normalen Brutmaschinen geben zum reduzierten Preis. Ich habe mir das angeschaut und ich habe dort keine Super Wanderbox gefunden. Vielleicht dauert das noch ein bisschen, bis die wirklich erscheint. Ich werde auf jeden Fall den Shop weiterhin im Auge behalten. Für diese Jahreszeit gibt es auch einen neuen Ladebildschirm. Ich glaube, der ist jetzt nicht so aufregend. Wir haben auf jeden Fall das Milza, das auch seinen C-Day bekommt. Vielleicht ganz hinten verschwommene Pokémon, die man erst noch erkennen muss, vielleicht. Ah ne, das sind alles Edelsteine, okay. Da haben wir einen Knilz, einen Riolu. Riolu hat sogar eine Karte in der Hand. Ah, eine Karte. Kommt jetzt endlich die Routen ins Spiel? Ein Vogel, den kennen wir schon. Und der andere Vogel ist das Aerodactyl. Ein Shigi ist zu sehen. Ja, Shigi kriegt ja wahrscheinlich einen Classic Community Day. Und Sidimantur sieht man hier noch auf dem Ladebildschirm. Ja, jetzt nichts so Besonderes. Also ich würde sagen, die Schatzkarte von Riolu und die paar Edelsteine, die da so rumliegen, sind vielleicht was Besonderes auf diesem Ladebildschirm, aber ansonsten eher weniger. Was haben wir noch? Auf der Infografik wird natürlich das Go-Fest groß gezeigt. Klar, in dieser Jahreszeit wird vor allem das Go-Fest stattfinden in Osaka, London und New York und natürlich auch das globale Go-Fest. Alles im August total gedrängt, finde ich jetzt nicht so gut. Kommen wir vielleicht gerade noch mal zu den Bonus, den es bei dieser Jahreszeit geben wird. Jeden Tag dürft ihr zwei Spezialtauschaktionen durchführen. Mega cool, solltet ihr auf jeden Fall nutzen. Ist gar nicht so schlecht. Außerdem gibt es ein zusätzliches Bonbon beim Tauschen und es gibt wieder XL-Bonbons beim Tauschen. Also es lohnt sich richtig viel zu tauschen und ich hoffe, ihr habt auch einen Tauschpartner. Natürlich gibt es auch in dieser Jahreszeit auch wieder hübsche Sticker. Da gibt es vor allem auch mit Shiggy und Ledian. Kronjuwel sehe ich, ein Perlu, Smetbo und noch ein, wo zwei Pokémon, glaube ich, drauf sind, aber ich kann es gerade nicht sehen. Aber gut, ja. Ein wichtiger Bonus, der auf der Infografik nicht drauf ist, aber der essentiell ist, worauf wir die ganze Zeit ja gewartet hatten, ist: Was ist mit den Fernrädern? Die Fernräder werden zukünftig immer den gleichen Schaden machen wie die Vorortspieler. Niantic hat sich jetzt also dafür entschieden, dass das so bleibt. GBL natürlich auch. Dazu kommen wir vielleicht in einem anderen Video vielleicht noch dazu. Bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das unterbringen kann. Die Community Days sind hier auch nochmal gelistet. Und gehen wir mal zur nächsten Grafik über. Jetzt gibt es eine tolle Sache vielleicht. Und zwar Pandir.
Pandir soll für diese Saison komplett identisch bleiben. Das heißt, eine komplette Jahreszeit, nur das eine einzige Pandir, das dann gefunden wird. Also nur eine einzige Nummer. Sonst hat sich das ja immer jeden Monat geändert. Jetzt haben sie es auch nur noch auf die Jahreszeit bezogen. Im Feldforschungsdurchbruch, der ändert sich jetzt ja auch nur noch alle 3 Monate. Das ist aber auch ein Riesenpool. Immerhin 2 Pokémon, die sehr viel Sternenstaub bringen. Und zwar Ordoch und Zubiris. Ansonsten, ja. Es ist ein Pokémon dabei, das nicht shiny sein kann. Und das ist Viscora. Auf die wilden Spawns möchte ich jetzt eigentlich erstmal gar nicht eingehen. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir schon am 6. Juni das nächste Event haben und wir von diesen wilden Spawns gar nicht so viel erleben können. Also, und auch am Wochenende ist noch ein besonderes Event, am 3. Juni. Und zu den Eiern kann ich jetzt auch momentan jetzt nicht viel sagen, weil das Problem ist, Niantic kündigt ja bei diesen ganzen Spawns immer nur so einen klitzekleinen Teil an und man weiß gar nicht, ob das wirklich häufig ist. Also werde ich Betora wirklich finden oder Knirfisch? Für die Leute, die zum Beispiel in der letzten Saison das Knirfisch verpasst haben, könnten vielleicht mal ans Wasser gehen und gucken, ob sie einen Knirfisch finden. Da wir gerade schon von Knirfisch sprechen, das Pokémon ist ja in der letzten Saison veröffentlicht worden. Was ist denn alles in der letzten Saison passiert? Die letzte Jahreszeit hieß Aufstiegende Helden. Wir haben Mega Meditalis bekommen, Knirfisch als neues Pokémon, das war das Event Farbfestival. Dann haben wir Regidrago und Regieleki in den Top-Rates gehabt. Gewisse Krypto-Pokémon können jetzt bei Team Go Rocket Rüpeln ein Shiny sein. Es gibt ein neues Pokémon Wommel. Pikachu-Familie und Evoli-Familie haben neue Kostüme bekommen in einem bestimmten Event, wo ich mir leider das Event nicht aufgeschrieben habe. Spring in den Frühling war das, glaube ich. Außerdem gab es in der Jahreszeit eine extrem krasse Änderung, und zwar Fernraids können nur noch 5-mal pro Tag durchgeführt werden und sind extrem teuer geworden. Dadurch werden auch weniger vor Ort Raids durchgeführt, weil dann die Organisation vor Ort einfach noch nicht funktioniert und auch deutlich schwieriger ist und vielleicht der ein oder andere gar keine Leute vor Ort hat und dementsprechend werden wahrscheinlich viele Raids nicht mehr gemacht, also werden wahrscheinlich wieder mehr 1er und 3er Raids gemacht, weil die 5er Raids jetzt nicht mehr so einfach sind. Es gab 3 Pokémon in der letzten Jahreszeit, die ein spezielles Kostüm bekommen haben, aber diese Pokémon konnte man nur ein einziges Mal fangen. Aber es gab den Hinweis, dass man den nur in dieser Jahreszeit ja nur einmal fangen kann und dass das wahrscheinlich wohl dann, das klang zumindest danach, dass es in einer anderen Jahreszeit anders aussieht und das ist tatsächlich auch schon soweit. Am 6. Juni kommt ja ein Event, das Wasserfestival Strandwoche und da gibt es dann das Lapras mit der besonderen Schleife, sage ich jetzt einfach mal, in Raids und in Feldforschungen. Bin mal gespannt, das könnte ein Hinweis sein, wie es mit den anderen Pokémon in dieser Jahreszeit weitergehen wird. Außerdem gab es in der letzten Jahreszeit zur Umweltwoche eine kostenlose Spezialforschung mit Shaymin, die hoffentlich heute noch erreichbar ist. Oh, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber ich weiß, dass die Meisterball-Spezialforschung jetzt nicht mehr verfügbar sein wird. Aber dazu komme ich gleich nochmal. Ignivor wurde ins Spiel hinzugefügt, aber so selten, dass sogar Memes dazu erfunden worden sind. Axantor hat einen Raid-Tag gehabt. Das war ein neues Pokémon und gleichzeitig auch in Shiny eingeführt. Konnte, aber trotzdem kann man Sichlor weiterhin nicht weiterentwickeln und konnte auch bei diesem Event nicht weiterentwickelt werden. Abwarten. Vermutlich kommt das irgendwann noch. Vorher wird wahrscheinlich Axantor erstmal in den 3er-Raids mal auftauchen. Megapinsir wurde hinzugefügt. Der Meisterball wurde endlich durch eine Spezialforschung hinzugefügt. Und neue Spieler können nur bis 1. Juni 10 Uhr Ortszeit die Forschung erhalten. Ist also jetzt vorbei. Wenn ihr die Spezialforschung mit dem Meisterball erhalten habt, habt ihr unendlich viel Zeit, diese abzuschließen. Ihr müsst also nicht unbedingt den Meisterball sofort abholen. Ich habe ihn immer noch nicht abgeholt. Krypto-Raids wurden übrigens eingeführt in der letzten Jahreszeit.
Dazu vielleicht nochmal ganz kurz, ganz schnell zusammengefasst. Die Mindest-IV ist 666. Dadurch könnt ihr vor Ort sehr einfach ein Krypto-Pokémon erhalten und wenn ihr es erlöst, eventuell zum 100er werden. Diese Raids sind aber sehr schwer. Selbst ein 3er-Raid ist eventuell solo nicht machbar, aber mit erlösten Edelsteinen. Diese bekommt ihr, wenn ihr 4 Schattenscherben zusammenbekommt, entweder aus den Raids oder von Team Go Rocket-Rüpeln. Und wenn man die dann einsetzt, dann wird der Boss besänftigt und ihr könnt den Boss besiegen. Bei den Krypto-Raids bin ich auf jeden Fall gerne dabei. Ich habe auf jeden Fall vor, Krypto-Arktos zu besiegen. Und so wie es aussieht, ist der ja sogar für die komplette Jahreszeit. Also ich bin mal gespannt. Zur Not kann man den dann also auch vielleicht beim GoFest mal gucken. Vielleicht kriegen wir ja beim GoFest sogar noch ein besonderes Krypto-Pokémon, das man besiegen kann. Wäre auf jeden Fall trotzdem toll, das vorher noch vor Ort zu machen. Also jetzt im Juni, dass wir Krypto-Raids besiegen und dass jeder irgendwie seinen Shiny bekommt. Auf jeden Fall muss ich da noch was planen und was vorschlagen. Und wenn dann einige dann zusagen, können wir das dann gerne mal durchführen, am Wochenende wieder in Offenburg zu raiden oder vielleicht auch nach Karlsruhe zu fahren. Mal sehen. Ich würde sagen, das war's eigentlich auch schon. Was soll ich? Ich überlege, ob ich noch etwas zur letzten Saison sagen möchte. Klar, das mit den Fernraids, mit der Preisänderung und dass man die nur noch 5-mal durchführen kann, das hat vielleicht Hand und Fuß, dass das so geändert worden ist. Ich kann das aber schlecht einschätzen, weil es gibt wirklich viele Leute, die man sonst nicht aus dem Haus gekriegt hätte, wenn das jetzt hier nicht teurer und weniger attraktiv gemacht hätte. Von daher ist das schon gut, dass es so gekommen ist. Ist ein bisschen schwierig. Ansonsten gab es jetzt keine großen Änderungen. Ich bin froh darüber, dass es bei der Umweltwoche einen Shaman gegeben hat für die Leute, die noch keins hatten. Und ich kann mir sogar noch mal eins holen. Vielleicht habe ich ja diesmal Glück und kriege eine andere EV, aber ich hoffe, dass Niantic da Thema EV noch mal was ganz anderes hervorbringt, dass man auch EV-Werte ändern kann. Ich möchte mich für die Soundstörungen, die eventuell in diesem Video stattgefunden haben, entschuldigen, weil ich habe das falsche Mikrofon mitgenommen und ich bin im Urlaub und das heißt, ich kann nicht mal eben schnell nach Hause gehen und ein anderes Mikrofon holen. Das ist ein bisschen blöd. Außerdem werden vielleicht die ein oder anderen Videos sehr verzögert kommen, weil ich es vielleicht zeitlich gar nicht schaffe, einen ruhigen Platz zu finden, wo ich mal schnell eine Aufnahme starten kann. Ich hoffe trotzdem, ich konnte euch mit diesem Video ausreichend informieren. Ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle von mir. Bis zum nächsten Mal. Batsch!